Was geht ab, Leute? Ich bin Dennis. Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute bin ich nicht alleine. Ich habe Phil dabei, aka Psycho Phil, aka Crazy Phil. Hi. Warum bist du hier? Shit, I don't know. Weil ich mir eigentlich wehgetan habe. Und ich wollte diese Routine schon seit 2 Wochen abfilmen, aber dann habe ich mich verletzt bei einem gemeinsamen Videodreh. Und dann dachte ich, fuck, ich lasse Phil vorführen und ich erkläre es nur. Mittlerweile bin ich aber wieder fit. Wir machen es einfach beide. Und wir machen heute eine 20 Minuten Zirkelroutine. Das ist eine Mischung aus Kraft und Cardio. Das ist, würde ich sagen, eine coole Methode, um einfach alles zu komprimieren und einfach sehr, sehr zeiteffektiv zu arbeiten. Wir haben 4 Übungen und machen diese im Zirkel 20 Minuten lang. Das heißt, man versucht einfach in diesen 20 Minuten bei perfekter Ausführung so viele Runden wie möglich zu machen. Das ist Phils erstes Mal. Und beim ersten Mal sind wir natürlich etwas vorsichtiger, deswegen machen wir nur 20 Minuten. Wer jetzt sagt, 20 Minuten laufen easy, kann die Zeit natürlich auch erweitern, 40, 60, aber 20 ist ein sehr, sehr, sehr guter Start. Also, Phil, ich zeige erstmal die Übungen. Erste Übung, 2-Pump-Burpees, das heißt Burpees mit 2 Liegestützen. Aus dem Stand, ich mache immer den Stomach Strike, das fragen immer alle, braucht man das? Das ist dafür da, bevor man runtergeht, den Bauch anzuspannen und die Hüfte durchzustrecken. Muss man nicht, aber wenn man sich daran gewöhnt, ich mag sehr, also Stomach Strike, runter, 2 Liegestütze, 1, 2, aufrichten. Wichtig, im Unterschied zu den normalen Burpees, ist halt wirklich die Bewegung aus Kraft auszuführen. Sich nicht runterzuschmeißen, um wie so einen Wurm hochzudrücken, sondern wirklich jede Einzelbewegung kontrolliert. Aus dem Stand in die Liegestützposition, 2 saubere Liegestütze, aufrichten. 10 2-Pump-Burpees. Nach den 2-Pump-Burpees machen wir 20 Mountain Climber, also in die Liegestützposition. Und Knie an die Brust abwechseln, also rechts, links. Ja, ich war geschmeidig, oder? Ja, ja, habe ich schon mal gemacht. Wichtig hier, in der Liegestützposition stabil bleiben und wirklich nicht nur die Beine vorbewegen, sondern wir wollen den Bauch anspannen. Also stellt euch wirklich vor, ihr rollt die Hüfte ein, Knie zur Brust und voll kontrahieren. Das sind einfache Bewegungen, aber mit der Zeit, mit der Dauer, wird das Ganze schon ein bisschen schwieriger. Das glaube ich aber auch. Ne? Ja. Nach den Mountain Climbers machen wir 10 One-Pump-Burpees, also ganz normale Burpees mit einer Liegestütze runter, zack, zack, zack. Und danach 10 Hampelmänner, Jumping Jacks. Ganz simpel, ganz einfach. 4 Übungen, 20 Minuten. Ehrlicher und härter geht eigentlich gar nicht. Wir haben jetzt hier natürlich ein bisschen Burpee-Fokus, also der Fokus ist schon eher auf der Brust-, Schulter-, Trizepsmuskulatur. Wenn ihr jetzt nur sowas trainiert, dann wäre ein zweiter Zirkel, der etwas mehr beinlastig und ein anderer Zirkel, der etwas mehr rückenlastig ist. Wir machen das jetzt ja mit No Equipment. Für Rückenübungen wären natürlich Rudern, Klimmzüge. Da bräuchten wir Ringe oder Klimmzugstange. Haben wir jetzt hier nicht. Also wenn ihr euer Training nur so aufbaut, achtet natürlich darauf auch, das ein bisschen auszugleichen. You ready? Oh yes, I was never more ready than this. Yeah. Ich trainiere ja immer nüchtern, deswegen habe ich jetzt hier in meinem Shaker Meta Plus von Vayu als kleiner Boost und EAAs von ESN. Ich auch. Du auch. Ja. Und findet ihr natürlich alles bei ESN im Shop. Könnt ihr natürlich gerne mit Code Dennis bestellen, wenn ihr mich unterstützen wollt. Genug geredet, let's get this money. Es geht nicht darum, eine bestimmte Zahl zu erreichen, sondern wirklich in der Zeit so viele saubere Reps wie möglich. Also nicht übertreiben, immer dann Pause machen, wenn nötig, aber ehrlich arbeiten. 20 Minuten. Los. Stellen wir hier hin. Und let's go. Down. 2-Pump-Burpees, 10 Stück. Zack. Zack. 1. So. Nur 2. 2. 3. Ernst bleiben, Kollege. 4. 5. Ja. 10. Mountain Climber. Let's go.
und One Pump Burpee. Eine Liegestütze. I guess that's why they envy me. On track, now we going way up. Dunkin' use as easy as a layup. Working late, stay up. Stay up. Counting all the way up. Counting blessings, yeah, you know we pray up. Way up. I got his band like I'm Barry Bonds. Running through the money, but the money's long. I don't love it, but I need it, keep it coming on. Only friendly, me and friends, we don't get along. I put that on my name, that I put them on. I put myself on stage, just sing along. That's good? Okay, jumping jack. Let's go. Stay sick. Just to prove you wrong. On track, now we going way up. Nächste Runde ready? Machen wir weiter? Ja. Okay, dann. Two pumps. Check, I might do it again. Enemies close, have me thinking they're friends. 10 toes down, I'll be free until the end. Crib outside the city, I don't feel safe in my hands. Took so many years, I'm just waiting for the wins. I'm in debt to no one but the one who took my sins. I do it for real, there's no reason to pretend. If I do it once, I do it again. Add it up, add it up. Bankroll, bankroll. Euro, peso, peso. Add it up, add it up. I'm just doing me, everything is on me. Oh, you matter what? Add it up, add it up. Zweite Runde erledigt. Läuft gut, sieht gut aus. Liegestütze sind sauber. Bei den Burpees geht er halt immer mit einem Fuß nach hinten statt den Jump, aber das ist völlig okay am Anfang. Wenn das von der Koordination und auch von der Beweglichkeit noch nicht klappt, kann man auch so einzelne Steps machen. Gut, gut, frisch aufgetaut. Ja, ist halt was Neues, ne? No fault, I done doubled up on the workload. I think I fell in love with the bankroll. Pray up, get money, then we lay low. Then we lay low. Add it up, add it up. Bankroll, bankroll. Euro, peso, peso. Add it up, add it up. I'm just doing me, everything is on me. Oh, you matter what? Add it up, add it up. Bankroll, bankroll. Euro, peso, peso. Add it up. I'm just doing me, everything is on me. Oh, you matter what? Add it up. It's all me, everything is on me, gon' back it up. Matter what? Told you I'ma do me, why you hating on me? It's not adding up. Add it up. Told you if it's all me, everything is on me, gon' back it up. Matter what? Told you I'ma do me, why you hating on me? It's not adding up. Das ist jetzt die vierte, jetzt geht es mit der fünften los. Gut, macht gutes Tempo mit, also das ist schon überdurchschnittlich. Ja, danke. Und one pump, let's go. Down. Wir machen die Raps jetzt am Stück, aber man kann natürlich ganz normal, wenn man Pause braucht, auch zwischen den Wiederholungen einfach auf der Stelle laufen. Also ein Burpee, aufstehen, traben, atmen und weiter. So, Jumping Jacks haben wir noch. Let's go. We'll be right back.
Das schlägt sich gut. Ist wirklich komplett. Ja, ich hätte noch nie gemacht so eine lange Liegestütz-Session. Echt anders. Jede Einzelwiederholung ist einfach, aber es summiert sich halt. Also das Gesamtvolumen ist schon beachtlich. Und das ist halt richtig ehrlich. Kein Equipment. Kann man jederzeit machen, wenn jemand in Form kommen will. Hier ist es echt du gegen dich selbst. Das ist nur Kopfsache. Bevor der Körper aufgibt, gibt der Kopf auf. Und wir machen jetzt weiter. Down. Super. No, go high, go low, low, low. Like spinning in a 6-4-4. Cash money like 504. Ball like AD24. No sleep, need more, more, more. Pick it up, pick it up, pick it up, pick it up. You see the drip, yeah, I'm fitted up. Hop in my car and a giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bucks. Pick it up, pick it up, pick it up. You see the drip, yeah, I'm fitted up. Hop in my car and a giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bucks. Pick it up, pick it up, pick it up, pick it up. I'm a real one, my day one. Try to speak up, can't say none. Try to dig dirt, there ain't none. I'll make the money to save you. 7 sind erledigt. Eine Runde schaffen wir noch. Fast lane. With the booyah, that's a flex. Not human, I am from another planet. I'ma teleport, might vanish. I'ma wake up, do damage. Join number 7, he's bored though. Working all night, need more though. I remember nights I was poor though. Pick it up, pick it up, pick it up, pick it up. You see the drip, yeah, I'm fitted up. Hop in my car and a giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bucks. Pick it up, pick it up, pick it up. You see the drip, yeah, I'm fitted up. Hop in my car and a giddy up. 2. Zeit ist abgelaufen, die Runde machen wir fertig. 3. 4. 5. 6, 7, 8, 9, 10 und 10 Jumping Jacks. Sauber. Sehr gut. Echt, 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 echt gut. Das war's. 20 Minuten Shred Routine. Aktivitätslevel ist dauernd oben. Krasser Kalorienverbrauch. Ihr habt trotzdem Muskeltrainingseffekt und Muskelwachstumseffekt, weil durch das Gesamtvolumen der Liegestütze die Muskeln natürlich auch gefordert werden. Phil, wie fühlst du dich? Ist auch gut, wenn ihr euch selbst ficken würdet. Also Selbstpenetration läuft hier wirklich. Respekt. Das sieht halt immer so ein bisschen lustig aus, wenn man es von außen so betrachtet. Eben hier. Wenn man es dann macht, dann wollen wir es schaffen. Ja? Wie gesagt, der Daumen ist zurück, der muss nicht sein. Es geht auch ohne, man kann ja auch ohne Schlag den Bauch anspannen. Ja, ich habe halt gedacht, dass so, als ich das beobachtet habe bei dir, was ist das denn für so ein Ritual, das irgendwelche Götter hervorruft oder so. Und dann, ja, aber so ein bisschen, keine Ahnung. Nee, aber das ist vorlieb. Ich kenne Leute, die machen keinen Stomach Strike. Ich kenne Leute, die machen Double Strike. Ich kenne so Leute aus Kalifornien, die übertreiben. Die holen extra weit aus und schlagen sich auf den Bauch, weil sie glauben, das härtet ab. Aber funktioniert alles. Auf jeden Fall, probiert's aus. 20 Minuten, 4 Übungen. Wenn ihr krass seid und sagt, okay, ich will 40 Minuten machen oder 60, bitte sehr. Also 60 Minuten ist es wirklich so, ab 30 Minuten geht dann der Kopf los. Und du denkst nur, oh mein Gott, warum? Und noch eine Runde. Und noch, das ist dieser never ending circle. Du fängst immer wieder von vorne an. Aber es ist sehr effektiv. Es funktioniert. Und wenn ihr einmal Blut geleckt habt, dann wollt ihr nicht mehr aufhören. Einmal gepoppt, niemals gestoppt. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr Fragen, Vorschläge, Wünsche, Gastvorschläge habt, andere Torturen, die wir mit Phil machen können, schreibt das gerne in die Kommentare. Ich bin penetriert, lasst es mir wissen. Schaut auch bei Phil auf seinem Kanal vorbei. Wie gesagt, wenn ihr mich unterstützen wollt, Code Dennis bei esn.com und wir sehen uns beim nächsten Video. Peace. Frieden.